Als Polizist hat man sich verpflichtet, dem Staat und dem Gesetz zu dienen. Einige würden für den Polizeidienst sterben, andere hingegen missbrauchen die Macht, die ihnen durch die Marke verliehen wurde. Ja, heute habe ich eine Geschichte für euch, die das letztere Klischee bestätigt. Es geht um die Kontrolle über eine der größten Schmugglerrouten und über den Strippenzieher dahinter. Die Geschichte beginnt in Afrika, in einem Hotel. Hotelgäste berichten von einem lautstarken Streit, der aus seinem Zimmer ertönt. Es vergeht einige Zeit, aber der Streit ist immer noch voll im Gange. Ein Gast hat die Schnauze voll und er ruft die Polizei. Die Polizei macht sich bereit, wieder einmal einen Fall von Ruhestörung zu bearbeiten. Aber was sie dort im Hotel anfinden, ist der Jackpot für sie. Der Aggressor im Streit war ein kolumbianischer Mann, der keinen normalen Job verfolgte. Er war in den Drogenring verstrickt, der die afrikanische Route unter Kontrolle hat. Die Polizei konnte insgesamt 168 Kilo in dem Hotelzimmer feststellen. Diese Festnahme machte natürlich sofort die Runden innerhalb des Ringes. Die Bosse waren besorgt. Sie schwammen die ganze Zeit unter dem Radar und jetzt wurde jemand wegen Nichtigkeiten festgenommen. Die Frage war nur noch, ob er dicht halten würde oder ob er alle verpfeifen würde. Einer der mutmaßlichen Bosse beschloss, die Reißleine zu ziehen. Miguel Angel de Vesa Mera war sein Name. Er packte seine Sachen und er wollte mit seiner Familie sofort das Land verlassen. Die Polizei war ihm aber einen Schritt voraus. Er wurde noch vor der Grenze aufgehalten und festgenommen. Doch Miguel ist nicht so ein gewöhnlicher mutmaßlicher Drogenschmuggler. Vor ein paar Jahren war er noch in einer Sondereinheit der spanischen Polizei, die sich ironischerweise auf den Drogenhandel spezialisierte. Er wurde dann aber im Jahre 2003 vom Polizeidienst gekündigt. Miguel zog daraufhin nach Mali mit seiner Familie. Das ist in Westafrika. Von da an verstrickte er sich in die Unterwelt von Afrika. Er konnte sich ziemlich schnell hocharbeiten. Miguel hatte einfach eine jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Nur dass er anfangs auf der anderen Seite des Gesetzes stand. Es wird sogar vermutet, dass er bei einer spektakulären Aktion seine Finger im Spiel hatte. Wir schreiben das Jahr 2009. Eine Boeing überquert gerade Westafrika. Es gibt aber anscheinend Probleme mit dem Motor und die Maschine muss notlanden. Die letzten Funksprüche gehen ein und dann hört man nichts mehr. Es scheint so, als wäre die Maschine abgestürzt. Die Maschine wurde dann in der Wüste von Mali gefunden. Das Flugzeug war vollkommen zerstört und es machte den Anschein, als wäre es eine ziemlich heftige Landung gewesen. Doch irgendwas war faul bei diesem Absturz. Die Papiere stimmten nicht und es gab weitere Faktoren, die auf eine Manipulation hinwiesen. Die Polizei setzte dann die Stücke zusammen und dann kamen sie auf den echten Tathergang. Das Flugzeug stürzte nämlich nie ab. Es war alles ein riesengroßer Fake. Das wahre Ziel des Flugzeugs war es, Drogen zu schmuggeln. Daher täuschten die Schmuggler eine Notlandung vor und in echt landeten sie einfach. Am Boden angekommen, entluden sie dann das Flugzeug, das voll mit Drogen war, und danach sprengten sie es. Eine nahezu perfekte Strategie. Doch die Fehler wurden nach und nach aufgedeckt. Miguel soll anscheinend bei den Leuten dabei gewesen sein, die die Drogen abholten. Er spielte dieses Katz-und-Maus-Spiel schon seit langem mit der Polizei, aber jedes Mal, wenn die Polizei ihm näher kam, konnte er sich irgendwie retten. Miguel stieg dann an die Spitze des Ringes und er leitete die Afrika-Schmuggelroute. Die Polizei machte aber keine Pausen. Sie konnten immer wieder kleine Funde machen und manchmal konnten sie ein paar Schmuggler verhaften. Durch die Verhaftung des Mannes im Hotel hatte die Polizei endlich genug in der Hand, um Miguel zu verhaften. Es wird sich wohl bald herausstellen, ob es sich dabei nur um leere Anschuldigungen handelt oder ob die Polizei auf dem richtigen Weg ist. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.